Herzlich willkommen in dieser neuen Folge der Entwickler-Badges Tutorial-Serie Spielentwicklung mit der SDL. Letztes Mal haben wir uns einfache Tastaturbenutzung angeguckt und in dieser Folge wollen wir das ein bisschen verbessern, da im Moment noch das Problem herrscht. Wenn ich jetzt hier drücke, bleibt es kurz stehen und bewegt es sich erst dann. Wir sehen das kurz, ich drücke und dann bleibt es kurz stehen, dann geht es weiter. Das können wir verhindern. Und noch bei weitem verbessern. So. Und zwar. Wir bewegen das Teil nicht sofort, sondern wir fügen noch mal zwei extra Variablen rein. Und zwar die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen. Das nehmen wir zum Beispiel int bei x Delta. Ja. Delta x gleich 0. Int Ball Delta Y gleich 0. Und diese verändern wir jetzt. Dabei benutzen wir aber kein Minus mehr, sondern direkte Zuweisung. Das gucken wir uns gleich mal an. X kommt hier rein, da rein. Und das Delta kommt da rein. So, und anstatt jetzt einfach gleich reinzusetzen, machen wir jetzt minus 5. Und an der Stelle einfach nur 5 zuweisen. So. Okay, ich glaube, ich gehe auch hier nochmal mit auf 2 runter. Das ist natürlich relativ langsam. Aber egal. So, dann müssen wir natürlich nochmal ein anderes Event abfragen, um das zurückzusetzen. Und zwar KeyUp. SDL KeyUp. Das Escape kann weg, weil dann sind wir sowieso schon draußen. Und die setzen wir jetzt einfach alle auf 0 zurück. Nur natürlich die entsprechende Achse, weil die Tastatur dann losgelassen wurde. So. Dann haben wir die Eingabe verarbeitet. Wir können auch mal eine Erweiterung zusetzen. Und zwar, wenn wir eine Taste drücken, während wir die Shift-Taste drin haben. Kurz, ich glaube, wir machen das mal kurz mit der Anordnung ein bisschen anders. Ne. Wenn, können wir uns mal gleich die Modifikatoren angucken, event.key.keySim.mod. Jetzt geben wir dieses Unzeichen, normalerweise machen wir immer das doppelte und symbolische Verknüpfung, jetzt geben wir eine binäre Verknüpfung und kmod shift, die haben ja alle den Namen kmod, die Modultasten, das sind zum Beispiel links shift, rechts shift, Nummerntaste, was haben wir da alles? Da haben wir eine riesige Auswahl. Shift ist eine Definition für rechts und links. So, und wenn die Shift-Taste gedrückt ist, dann soll er nicht auf minus 2 gehen, sondern wie machen wir das jetzt am klügsten? Ball Delta Y gleich minus 4, also doppelt so schnell. Ansonsten halt alter Fall. So, und das kopieren wir jetzt hier überall nochmal rein. Das muss natürlich einfach nochmal schöner gemacht werden, so wie es jetzt ist, ist es eher wieder stupider reingeschrieben. So, hier müssen noch die Achsen angepasst werden, also hier noch ein X rein. Hier positiv 4, nicht minus. Und hier einerseits positiv und x rein. So. Wenn wir das jetzt starten, werden wir sehen, dass wir gar nicht mehr bewegen können. Ich kann herumdrücken, wie ich möchte, es passiert nichts mehr. Das liegt daran, dass wir jetzt nämlich nur unser Delta verändern und nicht mehr die Position selber. Das müssen wir jetzt nämlich noch hier unten noch machen. Das heißt, wir rufen jetzt hier so etwas auf wie Ball x ist gleich oder plus gleich Ball Delta X und Ball Y plus gleich Ball Delta Y. So, jetzt haben wir auch das Problem nicht mehr, dass wir hier ständig diese Pause haben, sondern wir bewegen uns direkt mit voller Geschwindigkeit. Sehen wir uns das einfach mal an. Huch! Ja, so viel zu voller Geschwindigkeit.
Jetzt haben wir auch nämlich noch eine viel höhere Geschwindigkeit. Das passt eigentlich schon besser. Wenn ich jetzt mich noch die Shift-Taste drücke, wenn ich mich dann wiederfinden würde. Ich überlege gerade, ob das überhaupt richtig war. Das kam mir nämlich irgendwie zu schnell vor. Bin wir dann komplett weg. Nein, das ist irgendwie zu schnell. Es macht eigentlich mehr Sinn. Das liegt daran, weil wir jetzt die Key-Events nämlich viel öfter bekommen als früher. Früher waren immer so ein Timeout da drin gewesen. Das heißt, wir haben das Signal nur bekommen in gewissen Zeitabständen. Das war im Schreiben ganz praktisch. Wenn wir jetzt in einem Texteditor sind und die Taste drücken und würden gleich haufenweise Tasten erscheinen. Deswegen ist da so eine Art Timeout drin, dass er erstmal nur ein einziges Mal schreibt. Das klappt jetzt hier drin nicht. Bei Word wird das funktionieren. Und dann nach einer Zeit wieder, aber dann immer nur mit Unterbrechungen. Diese Unterbrechungen haben wir jetzt rausgefiltert über diese Delta-Funktion, die wir einfach setzen. Und entsprechend bewegen wir uns mit der echten Geschwindigkeit. Nur die ist etwas höher als. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit, wie oft unser Prozessor, also oft mein Prozessor das hier ausführen kann oder ausführt. Mal gucken, ob wir mit 2 überhaupt noch reicht. Ich fürchte aber fast, wir müssen hier mit 0, irgendwas arbeiten. Wir haben jetzt allerdings gerade Integer drin. Das heißt, wir müssen mal auf Floats umsteigen. Wir testen mal, vielleicht klappt es ja auch so. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Ich habe mich schon gewundert, warum es so langsam waren. Da habe ich vergessen, dass es nämlich noch ein Timeout zwischen denen. Auch wenn man schnell schreibt, gibt es noch ein Timeout dazwischen. Wir führen das jetzt mal aus. Es geht besser. Besser ist nicht gut. Dann nehmen wir jetzt einfach mal 0, Wert. Das würden wir sowieso noch anpassen, weil so wie es das jetzt ist, ist es nämlich vom Prozessor abhängig. Auf einem schnellen Computer bewegen wir uns schnell, auf einem langsamen Computer bewegen wir uns langsam. Das ist für ein Spiel nicht akzeptabel. Aber das gleichen wir nicht in dieser Folge aus. Da gibt es auch mehrere Wege, wie man das ausgleichen kann. Wir müssen auf jeden Fall die Zeit mit in Betracht nehmen. Okay, Float-Werte. Und zwar alle müssen Float sein. Da sonst nämlich der Float-Wert gar nicht gespeichert wird. So, Ball X, Ball Y. Das müsst ihr für euch raussuchen, weil je nachdem, wie schnell euer Computer ist, braucht ihr größere oder kleinere Werte. Und hier müssen wir an der Stelle konvertieren mit Verlust auf die Nachkommastellen. Ich hoffe, da meckert er jetzt nicht. So, und jetzt hier nehmen wir mal 1. Ist schon ziemlich heftig. 0,75 für die schnellen Werte. Und 0,25. 0,25. F natürlich überall ranhängen, weil ich vergessen. Für die langsamen. Hier muss noch ein F ran. Da und da, damit es auch wirklich Float-Werte sind. So, wenn wir es jetzt starten und keine Fehlermeldung bekommen, dann ist die Geschwindigkeit schon zumindest auf meinem Computer akzeptabel. Es ist bei weitem besser. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke, sehen wir rauschen da total durch. Ansonsten nur so mit diesem Tempo. Das heißt, dass meine Tastatureingaben funktioniert, ist aber noch ein bisschen unschön. Übrigens, wenn wir jetzt nach unten drücken, erstmal nach unten und dann nach oben gleich, gehen wir erstmal nach oben. Wenn wir dann loslassen, bleiben wir kurz stehen, bis dann das nächste Key-Signal kommt. Also, jetzt zum Beispiel haben wir es gerade gesehen, ich habe losgelassen und es bleibt einfach stehen, weil wir es hier dann wieder auf 0 gesetzt haben. Kommt gar kein neues Signal. Also, wir müssen dann wieder nochmal neu drücken. Ist aber auch nicht schlimm, weil man sowieso meistens nicht in zwei Richtungen gleichzeitig geht. Er nimmt immer die letzte Taste, die man zuletzt gedrückt hat, als den Basiswert. Wenn man dann loslässt, das ist es einfach eine Folgerung aus unserer Logik hier mit den Delta-Werten. Okay. Wir haben jetzt also diese Modulatoren drin. Shift ist nur einer von vielen. Und eine bessere Abfrage für die Geschwindigkeit. Langsam wächst das Ganze aus, das heißt, wir müssen irgendwann das Beste sortieren. Ich sag mal, wie mein Plan aussieht. Ich möchte das komplett raustrennen, dass das Game wirklich nur noch ausführt und das noch weiter trennt. Und deswegen, wenn wir es aufteilen, hier in diesem Teil werden wir eine Art Input-Funktion zu oder Input-Klasse erstellen, die darüber über alle möglichen Zeichen Protokoll führt, wann sie gedrückt sind und wann nicht. Das macht es irgendwie leichter, sie abzufragen, weil dieser Weg finde ich immer noch hässlich. Geht so, aber ist aber nicht schön.
Und dann soll es eine eigene Render-Funktion und eine Update-Funktion geben, die nach den Inputs verarbeitet wird. Auf diese Art und Weise trennen wir wirklich Code komplett, also Logik, von der Anzeige und können das dann in andere Klassen ablagern, auslagern. Okay. Machen wir das jetzt schon? Ich denke nicht. Mal sehen, ich glaube, nächstes Mal machen wir dann schon mal eine Input. Müsste es gehen? Müsste gehen. Wir können, glaube ich, nächstes Mal schon die Input-Funktion schreiben. Input-Klasse. So, aber jetzt nochmal auf diese Problematik hier hingewiesen. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.